Ja, moin moin. Wir sind das Team von LEMO. Wie, anders als die meisten anderen Projekte hier hat LEMO keine besondere Bedeutung. Es ist einfach nur kurz und leicht zu merken. genau, wir haben eine private Wetterstation entwickelt. Das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass ja, der Wetterbericht meistens nur so grob auf das auf den aktuellen Standort zugemessen ist und darum haben wir das Ganze ein bisschen personalisiert. Wir haben dafür eine App geschrieben, die ich mal versuche hier zu demonstrieren. Kann man das sehen? Genau. Das läuft im Moment auf iOS. Man hat am Anfang erstmal vier, Ansichtsmöglichkeiten. Temperatur oben links, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Das Ganze wird aktuell live aktualisiert. Man sieht, wir haben 28 Grad. Das liegt ja daran, dass es hier vorne sehr warm ist. Man kann da auch draufklicken, dann kriegt man noch eine, Graphanzeige. Genau, die sich jetzt live aktualisiert. Genau, wir können jetzt mal noch ein bisschen extremer aktualisieren. Ah, okay, ja, es wird mehr. Oh. Genau, hier unten rechts gibt man noch einen Button für mehr in der Zukunft. Da wir einen Raspberry Pi benutzt haben, kann man in der Zukunft sehr leicht andere Sensoren noch hinzufügen, aber dafür erzählt euch André mehr. Genau, wir haben uns den Raspberry Pi ausgesucht mit einem Sensor, der vor Ort war. Wir haben es versucht, sehr simpel zu machen. Wie man sieht, ein Sensor, ein paar Kabel, das war's auch schon. Damit man das möglichst schnell und einigermaßen kostengünstig schnell nachbauen kann, um einfach ein paar mehr Stationen davon zu haben und einfach auch schnell mehr davon auf seinem Grundstück oder in der Stadt verteilen zu können. Auch das Python-Programm, was wir dazu geschrieben haben, ist sehr simpel, damit das einfach schnell drauf laufen kann und einfach schnell bearbeitet werden kann. Also da liegt wirklich nur ein kleiner Teil von der ganzen Arbeit. Deswegen unsere serverbasierten Sachen und sowas wird uns jetzt. Ja, im Hintergrund läuft ein Server, der auf der Programmiersprache Python basiert. Das ist ein Django-Server, der die ganze MySQL-Datenbank verwaltet, da reinschreibt und auch als Ausgabe die Open Data rausgibt, als ein einfaches zu verarbeitendes JSON-Objekt. Was eben auch in der Schnarchbox verwendet wird. Das ist alles sehr einfach gehalten und kann gut verarbeitet werden. Und den Server, für den Server ist auch eine Webseite vorgesehen, die man dann noch im Internet einsehen kann, wie die Daten aktuell sind aus den verschiedenen Stationen. Aber die ist bisher noch nicht ganz fertig geworden, aber ein bisschen kann sie noch. Genau, also wie Sie mittlerweile bestimmt mitbekommen haben, war das ganze Projekt unter dem Motto einfach, einfacher Name, einfacher Client, komplexer Server, komplexe App. Das heißt, die Verarbeitung, oder eigentlich ist der Server auch relativ einfach gestaltet, die Verarbeitung findet erst auf dem Client statt. Also ganz im Sinne von Open Data, ich habe unbearbeitete Daten, die in einer gut lesbaren Form in einem JSON-Objekt vorhanden sind und der Client kann daraus machen, was er möchte. Das heißt, wir haben einen Server, der aktuell bis zu 1000 Wetterstationen verarbeiten kann und diese Wetterstationen kommen dann einfach als riesiges JSON-Objekt an den Client und der Client kann damit machen, was er möchte. Wie wir in der iOS-App gesehen haben, funktioniert das ganz gut und sogar live und das Ganze flüssig. Die Webseite ist noch nicht ganz fertig geworden, dort hätten wir noch eine Karte gesehen, wo meine verschiedenen Wetterstationen liegen und halt auch die Live-Daten.